Hallo und willkommen zurück zu Dark Souls 3. In der letzten Folge haben wir den Diakonen des Abgrunds endlich den Garaus gemacht mit diesem wunderbaren Frost-Itril-Schwert. Und heute möchte ich gern die Questreihe von Siegfried mal voranbringen. Das heißt, ich muss momentan zunächst mal Patches finden. Das ist der Typ, der Siegfried die Rüstung geklaut hat. Und ich weiß zumindest mal, wo ich hin muss. Das ist schon mal sehr gut. Und zwar fangen wir an. Diakone des Abgrunds. Eigentlich könnte ich hier anfangen. Nee, wir gehen über die Kapelle der Erläuterung wieder hoch. Das ist vielleicht der einfachste Weg. Genau. Ja, also, der Typ hat Siegfried seine Rüstung geklaut und hat sich damit aus dem Staub gemacht. Der ist an einer Stelle, die ich irgendwie ein kleines bisschen übersehen habe. Aber ich weiß zumindest, wo es ist. Ich habe mal eben nachgeschaut. Gerade die Quests in Dark Souls 3, das ist eine Sache, wo ich einfach nicht weiß, von alleine weiß, was ich zu tun habe. Das weiß, ich schaue da auch ab und zu mal nach. Finde ich allerdings nicht schlimm, ne? Ist ganz okay. Und ja, also wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder zurück in die Richtung, wo es gerade zum Boss ging. Und einmal eher abbiegen und so. Und dann hätten wir das eigentlich schon gefunden. Das ist eine Stelle, die habe ich letztes Mal tatsächlich einfach übersehen. Ich weiß nicht so recht warum, aber, ne? Naja, wahrscheinlich einfach vorbeigerannt. So, wo ist denn der Typ? Mit dem Feuer? Autsch, da war ich zu langsam, super. Ja, das macht trotzdem gut Schaden, das Schwert, muss ich sagen. Also bin ich zufrieden. So, komm mal her, Kollege. Du gehst mir gerade auf die Eier, weißt du das? Jetzt kommt bestimmt gleich noch dein Kumpel von der Seite runter. Ach, schau einfach so lange drauf, wie er umfällt. So, was ist denn mit dir jetzt hier? Ich wusste doch, dass du kommst. Ich hab doch dein Kommen längst abgewartet. Wie Merlin bei, oh Gott, wie ist der Film? Die Hexe und der Zauberer, kennt ihr das? Wo der kleine Typi da, der kleine Arthur, also Arthur als Kind, dann da runterspringt und so. Okay, das war auf jeden Fall die falsche Stelle, wo ich lang gelaufen bin. Schade. Okay, dann muss ich jetzt einfach mal hier reingehen und irgendwo hier drin sehe ich dann schon, wo ich hin muss. Oder was hier? Ach nee, hier ist es, genau. Und hier bin ich, glaube ich, sogar schon mal gewesen. Aber irgendwie war der Typ dann noch nicht da. Und da ist er schon, ja. Hier bin ich schon mal lang gerannt, aber da war er nicht hier. Der gute alte Siegwart, haha. Er sieht recht bei Sinn aus. I am a knight of Katarina. Ja, wir kennen es schon, Siegfried. I've managed to track down this cadet right over there. Treasure. I'm in quite. Aha. Also über diese Brücke hier. Was stirbt man da? Echt? Ja, dann laufe ich mal hier rüber, ne? Würde ich sagen. Siegfried, ist alles gut? Sind wir Freunde? Freunde? Du machst jetzt keinen Mist, oder? Nee. Okay, ich dachte mir es schon. So, und jetzt wird dieses Ding getriggert, genau. Shame on you, you greedy guts. Ja, das ist nicht wirklich Siegfried. Thought you could outwit an onion. Well, say hello to the nice giant. Na, ein Glück habe ich die Riesen schon getötet. Okay. Sehr schön. Okay, ja, das ist genau das, was ich hier bewirken wollte. Im Prinzip ist es für mich jetzt auch kein Problem, denn habe ich den vielleicht schon getötet? Tja. Ja, ich hatte die Riesen schon getötet, wie gesagt. Also das wird dem natürlich jetzt nicht so gefallen. Ich muss echt sagen, wenn ich jetzt so auf den ersten Honey wieder mit dem Schwert kämpfe, das geht schon ganz schön gut. Muss ich echt mal so sagen. Das ist schon ein Unterschied zu damals, zu dem Speer, meine ich, nicht zu damals. So, jetzt bin ich wieder hier. Ah, okay, ich weiß, wo ich bin. Sehr schön. Das war quasi die Abkürzung. Ich gehe mal wieder da hoch, wo der jetzt war eben. Achso, kann ich nicht eigentlich sogar die Teile wieder runterlassen? Oder wieder hochlassen? Diese. Ich probier's mal. Dann könnte ich nämlich wieder zurücklaufen. Das wäre eigentlich richtig cool. Ich probiere es mal. Ich habe ja. Na, die Folge wird heute übrigens mal so Quest. Der Quest von Siegfried und Patches und so. Ne? Das muss auch mal gemacht werden. Na komm schon. Na, Alter. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nur den einen getriggert habe. So, denn ganz ohne sind die Kämpfer hier auf keinen Fall. Das weiß ich noch, dass die nicht leicht zu besiegen sind. Ah ja, andere Richtung. Ah, verdammt. Weg da. Ja, wieder gebacksteppt, nice.
Das funktioniert immer noch ganz gut. Ja, ich mache hier natürlich schon um einiges weniger Schaden als mit meinem Speer, ne? Aber ich habe die Waffe auch noch nicht wirklich verbessert. Uiuiui, manchmal ist es echt ouch knapp. Junge, Junge, Junge. Der haut aber echt zu. Ja, das ist so die Schwierigkeit bei dem, ne? Komm schon. Achso, hätte ich draufhauen können. Okay, das war's. Sehr schön. So, die zwei da hinten mache ich jetzt auch noch platt. Truppst du mir irgendwas? Nö. Na komm. Du da, du bist der Erste. Zack. Ah, nicht getroffen, schade. Na, was ist denn jetzt mit euch? Okay, Nummer 1. Das kannst du dir sparen, mit deinem Mist hier rumzuballern. Oh. Einmal kommt er angerannt. Ja, ich muss schon sagen, also ich fühl mich mit dem Schwert tatsächlich besser. Denn man ist um einiges beweglicher. So, damit machen wir das wieder hoch, aber ich wollte eigentlich beide wieder hoch machen. Wo war denn der zweite Schalter? Der war irgendwo auf der anderen Seite, ne? Da war der erste Riese. Ja, ich lasse jetzt mal in Ruhe. Du bist mir eigentlich ziemlich schnurz. Hier drüben war der Schalter. Ja, ja, genau. So, dann sind nämlich diese Teile wieder oben. Und dann könnte ich vielleicht da oben nochmal lang gehen und nochmal nach dem Schatz suchen. Klingt eigentlich interessant, ne? Machen wir mal so. Ich probier's mal. Super. Okay. Noch kurz warten, bis es oben ist. Nicht, dass wir irgendwo mitten im Dings festhängen. So, und da geht's. Nice, nice, nice. Ich bin ja mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ich habe auf jeden Fall nicht genug Seelen, um die Rüstung dann zu kaufen. Das ist ja im Endeffekt das Ziel, dass wir die Rüstung für Siegwart wieder zurückkaufen und dann irgendwie die Möglichkeit haben, mit ihm weiter zusammenzuarbeiten. Das ist einer der freundlichen Gesellen hier in diesem Spiel. In dieser dunklen Welt von Dark Souls 3. Und ja, also das wäre mir schon viel wert, wenn das funktionieren würde. So, hier geht's wieder hoch jetzt gleich. Also werde ich mich wieder hoch schieben. Wunderbar. Und dann wären wir auch, wenn wir das jetzt geschafft haben, hier diese ganze Questreihe mit Patches und Siegwart in diesem Gebiet fertig. Und dann könnten wir uns wunderbar in das nächste Gebiet zurückbegeben. Und zwar da, wo wir oben schon mal waren, diese Katakomben, würde ich sagen, wo das ganze Skelettzeugs rumrannte. Naja, mal schauen. So, jetzt gehen wir wieder hier lang. Wir sind auf jeden Fall jetzt richtig gelaufen, das ist schon mal eine gute Sache. Ich werde dann auch später vielleicht nochmal eine andere Rüstung benutzen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das jetzt machen möchte. Aber naja. So, und der Typ, der wollte uns hier also reinlegen, wollte uns quasi zu den Riesen darunter schicken. Aber das Gute ist, ich habe die Riesen längst getötet. Oh, das ist nicht wieder oben. Verdammt. Habe ich da noch so einen Hebel vergessen? Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich das gar nicht per Hand hochmachen kann. Denn da war keine, nee, da waren keine Hebel mehr. Okay, dann gehe ich jetzt mal zurück. Ich muss jetzt zum Feuerbandschrein. Und zwar nochmal da hoch, wo ich schon diesen Turmschlüssel benutzt habe, ne? Da habe ich ja damals, achso, hier kann ich gar nicht lang. Wo gehe ich denn jetzt lang? Nachdenken, da lang. Oder? Ja, doch, genau. Jetzt gehe ich wieder hoch. Ja, ich bin, Mensch, langsam, ich bin ja echt überrascht, dass ich langsam mal so ein bisschen mit der Orientierung hier klarkomme. Das ist ja richtig toll. Und ich glaube, ich werde das Schwert erstmal weiter benutzen. Der Speer, der ist zwar richtig geil und hat eine geile Reichweite, aber der ist mir einfach zu langsam irgendwie. Ich habe es ja auch gerade gemerkt, bei dem Kampf jetzt gegen die vielen Bestien gleichzeitig, war das doch ein bisschen tricky, da irgendwie klarzukommen. Obwohl das ist halt klar, mit dem Speer kann man nicht gegen mehrere gleichzeitig kämpfen. Außer die stehen direkt hintereinander in einer Reihe. Was ein bisschen unrealistisch ist, aber naja. Liegt da irgendwas? Das sieht aus, als würde da ein Drop liegen. Da liegt doch was, oder? Was ist denn das? Oh, weiße Krone des Erzdiakons, heilige Tunika des Erzdiakons und der Rock des Erzdiakons. Handschuhe nicht? Keine Handschuhe, ist ja gemein. Tja, gut, sonst ist ja aber eigentlich eh nichts mehr. Ja, dann gehen wir mal zurück zum Feuerbandschrein, schauen mal, wie wir da damit klarkommen mit dem Quest von Patches, den wir da eigentlich machen müssten. Wir reisen einfach mal zum Feuerbandschrein. Ja, dann könnte ich jetzt quasi, ich kann ja auch im Prinzip mit zwei Waffen spielen und halt immer mal ein bisschen wechseln. Je nachdem, was so für Gegner da sind. Halt auch mal auf das Schwert gehen, mal auf den Speer gehen. Was wiegt denn das Schwert eigentlich nicht viel, oder? Na, wo steht's? Gewicht 4 Kilo. Und der Speer? Ja, 8. Okay. Gut, dann müssten wir jetzt... Also Patches ist dieser Klatzkopf, dieser elende. Dieser elendige Klatzkopf. Muss ich gleich nochmal lang.
Ist immer dasselbe, dass ich mich hier verlaufe. Das ist die falsche Richtung. Da geht's hoch, genau. Also wir müssen nochmal ganz hoch zum Turm. Da, wo wir den Schlüssel schon benutzt haben, wo wir die Feuerhüterin-Seele gefunden haben. Und normalerweise... Aha, guck mal, hier ist jetzt auch Nebel. Wahrscheinlich genau deswegen. Ich darf nicht raus? Warum? Hä? Was ist das für ein Unsinn? Muss ich da... Ach, jetzt geht's. Okay. Keine Ahnung, was das gerade zu bedeuten hatte. Bin mir nicht ganz sicher. Aber naja, was ist denn eigentlich da oben? Da ist noch eine Leiter, die ich noch gar nicht benutzt habe. Na, mal schauen. So, wir gehen mal hier rein. Und eigentlich müsste der uns irgendwo hier dann diesen Weg versperren, glaube ich. Na komm schon. Ringel, Ringelreihe. Der Turm, der nimmt kein Ende. Ja, schon wieder. So, mal schauen. Also da ist jetzt diese Leiter. Da müsste ich eh mal hin irgendwie. Hätte ich zumindest Interesse dran. Oder sperrt er mich hier aus? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also normalerweise ist es so, man läuft jetzt hier hoch, ganz hoch, holt die Seele, diese Hüterinnen-Seele. Und irgendwo steht dann der Patches, dieser Glatzkopf wieder, der gerade schon die Rüstung von Sigvard klaut und uns verarscht hat da oben. Er steht dann irgendwo hier rum und versperrt uns den Rückweg. Man könnte dann einfach über die Zinnen irgendwo zurücklaufen oder über diesen Heimatknochen. Wenn man den benutzt, geht das auch natürlich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. So, also das müsste jetzt eigentlich getriggert sein. Wenn ich hier oben bin, müsste das eigentlich aktiviert werden. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann bin ich überfragt, ehrlich gesagt. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er jetzt direkt das erste Tor hier zumacht, denn das ist ja ein bisschen weit... ist man ja direkt in dem Turm hier eingesperrt und dann kommt man ja auch nicht wieder raus. Das ist also noch irgendwo nicht ganz sinnvoll dann. So, okay, das klappt schon mal so. In Ordnung. Da lang... Rauf, 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 rauf. Immer schön die Treppe rauf. Und dann kommt sie. Tja, also eigentlich müsste das jetzt zu sein. Wenn es nicht zu ist, dann bin ich überfragt. Kann ich den jetzt nicht mehr triggern, weil ich das schon geholt habe hier? Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ich gehe mal da oben die Leiter aktivieren. Schön mal wissen, was da passiert. Ja, okay, dann müsste ich wahrscheinlich nochmal nachlesen. Das ist echt ein bisschen schade. Aber das lässt sich wohl nicht ändern, ne? So, eigentlich wollte ich mal hier runterjumpen. Und das ist dann auch so die Sache, wo man eigentlich dann lang muss, ne? Weil es sonst ja eigentlich keine Möglichkeiten mehr gibt. Gibt es hier irgendwo was, irgendwo ein Item, das ich vielleicht einsammeln kann? Das ist ja schon so ein bisschen, könnt ihr ja fast als Secret bezeichnen hier, oder? Ja, sieht nicht so aus. Also hier muss man ja quasi lang, wenn Patches einen einsperrt, außer man hat einen Heimatknochen dabei. Dann nicht. Oh! Die Krähe! Me. Picklepie. Picklepie? Me. Bumperum. Poco Poco? Was? Aha, hier ist also die Krähe. Die gibt's auch in jedem Dark Souls Teil. Man kann da irgendwelche Gegenstände hinlegen und man bekommt dann von ihr irgendwelche anderen Gegenstände. Also, ja, so sieht's aus. Die Leiter können wir erstmal runterlassen. Jetzt ist natürlich doof. Jetzt weiß ich nicht so recht, wie ich das hier triggern kann. Ich war ja schon oben. Ich habe diese Feuerhüterin-Seele schon mal geholt. Wahrscheinlich bevor ich, also mit Sicherheit bevor ich das hier gemacht habe mit dem Riese voraus. Wo denn? Verdammt. Tja, keine Ahnung. Jetzt bin ich echt ein bisschen überfragt. Ich weiß nicht so recht, wie ich das jetzt sonst triggern kann. Da muss ich wahrscheinlich nochmal nachlesen. Oder der ist jetzt hier schon irgendwo. Das kann natürlich auch sein. Ach, da unten. Da steht er doch, oder? Ach nee, das ist ein bisschen Schatten. Ach, Mann. Immer diese Verarsche hier in diesem Spiel. Mann. Naja, ich werde jetzt mal noch ein bisschen mich hier umsehen. Irgendwo ist der bestimmt. Wenn man nur aufmerksam sucht, findet man ihn mit Sicherheit. Hallo, Patches. Ja, wie gesagt, wenn ich ihn jetzt hier nicht finde, dann muss ich mir was anderes überlegen. Dann muss ich nochmal nachschauen, was ich machen muss, um ihn zu finden. Ist halt so ein bisschen tricky. Ich habe jetzt eigentlich schon vorher nachgeschaut, ne, wie gesagt, was ich zu tun habe, um ihn zu triggern. Aber das hat jetzt irgendwie so nicht funktioniert. Und eigentlich gibt es nur die zwei Sachen, die man machen muss. Man kann ihn bei der Brücke treffen. Das ist allerdings nur optional. Das muss nicht unbedingt gemacht werden. Und man kann ihn bei dem Turm treffen. Aber da habe ich ihn ja nicht getroffen. Ist er auf der Seite vielleicht? Nee, ist er auch nicht. Ach, so ein Ärger. So ein Ärger. Naja. Dann muss ich jetzt wohl leider die Folge schon beenden. Dann ist die halt heute mal ein bisschen kürzer. Macht aber auch keinen Sinn, jetzt hier ewig lange noch rumzumehren, oder? Und zu suchen und so. Und ihn dann nicht zu finden, das ist ja auch bescheuert. Die Typen sind jetzt auch nicht mehr da, oder? Die zwei, der Stumme und die Alte da. Wo ist denn der Typ? Das gibt's doch gar nicht.
Hier ist gar niemand mehr. Wieso ist denn hier niemand? Hä? Die ganzen NPCs sind verschwunden irgendwie. Warum? Die einzigen, die noch da sind, sind die Feuerhüterin und der Schmied, oder? Und die Händlerin. Alle anderen sind weg. Hm. Na gut, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde jetzt mal mein Eisschwert hier ein kleines bisschen hochpimpen. Boah, bin ich gerade erschrocken. Der ist genau hinter mir langgerannt. Junge, 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 mach so einen Scheiß nicht, ey. Machst mich alle. So, ja, wie gesagt, ich mache mein Schwert noch ein bisschen hoch und dann schaue ich mal nach, was ich eigentlich zu tun habe. Was kostet es an Seelen? Wo steht's? 530, das ist nichts. Ja, jetzt habe ich natürlich nicht mehr genug Funkeltitanid, aber immerhin ein bisschen verstärkt. Das sieht ganz gut aus. So, okay. Gut, dann soll es das für heute gewesen sein. In der nächsten Folge versuche ich dann wirklich mal den Quest noch zum Ende zu bringen. Momentan weiß ich einfach gerade nicht, was ich noch zu tun habe. Aber was soll's. Also, wenn es euch gefallen hat, bewertet und kommentiert das Video. Abonniert meinen Kanal, dann empfehlt mich weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.